Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Besucher! Zunächst möchte ich noch einmal darauf eingehen, worüber wir hier eigentlich sprechen. Der Herr Kaiser hatte das gerade schon mal angedeutet. Wir sprechen meines Wissens zum ersten Mal über ein Gutachten, das ein Verband in Auftrag gegeben wird. Dass diesem Gutachten eine dermaßen hohe Bedeutung zugemessen wird, das wird Herrn Dr. Rösner und den VBE sicher freuen. Aber ich hätte es wesentlich besser gefunden, man hätte mit Herrn Dr. Rösner im Ausschuss darüber diskutiert und gesprochen, anstatt hier reden darüber zu springen. Anders als Panikmache kann ich Ihr ständiges Gerede von der leistungslosen Schule nicht mehr bewerten. Immer wieder kommen Anträge, die implizieren, dass das Gymnasium abgeschafft werden soll, dass keine Leistung an unseren Schulen mehr erbracht werden soll. Und man muss da mal zur Kenntnis nehmen, dass wir in Nordrhein-Westfalen zentrale Prüfungen haben, die für alle Schulen gelten. Insofern kann ich überhaupt nicht verstehen, was Sie meinen, dass es nicht die gleichen Leistungsanforderungen an allen Schulen gibt, weil bei zentralen Prüfungen muss jeder Schüler einfach die gleiche Leistung erbringen. Wenn man individuelle Förderung ernst meint, wenn man sich für bessere Bildungschancen einsetzen will, was Sie ja vorgeblich tun, dann muss doch unstrittig sein, dass es zunächst einmal darum geht, dass viel zu viele Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen. Unsere größten Anstrengungen müssen daher die Verbesserung der Förderung dienen, um die Zahl der Abgänger ohne Abschluss erheblich zu mindern. Dass in diesem Zusammenhang Leistungsansprüche gesenkt werden müssen, so wie Sie es in Ihrem Antrag schreiben, ist für mich nicht nachvollziehbar. Weder die 10 Forderungen des VBE noch das Gutachten von Dr. Rösner behandeln dieses Thema überhaupt. Einen anderen Aspekt ignorieren Sie ebenfalls beständig. Die Leistungen, die die Schulen erbringen, sind unterschiedlich. Es ist eine große Leistung von Schulen, alle Schülerinnen und Schüler bei der Verwirklichung ihrer Bildungschancen angemessen zu unterstützen. Es ist daher kein Privileg, die Schulen des gemeinsamen Lernens besser zu unterstützen. Es ist gerade mal eben die notwendige Ausstattung, um diesem Bildungsauftrag nachzukommen. Weiter befürchten Sie, dass in sozialistischer Manier Privatschulinitiativen der Garaus gemacht wird. Auch ich bin überzeugt, dass private Ersatzschulen gute Arbeit in NRW leisten. Sie ergänzen das Angebot der öffentlichen Schulen, und genau dafür sind sie da. Im Schulgesetz steht, sie ergänzen und bereichern das öffentliche Schulsystem. Da steht nicht, sie ersetzen das öffentliche Schulsystem. Um es zu ergänzen, müssen wir zunächst das öffentliche Schulsystem aufrechterhalten und in der Fläche sichern. Auch die Aushebelung des Elternwillens befürchten Sie. Legen wir doch dazu mal die Pressemitteilung von Freitag von Ihnen neben die des VBE. Da haben Sie ja die große Keule geschwungen, mit der Axt ginge man ans Gymnasium. Da schreiben Sie, insbesondere dem ländlichen Raum sollen statt eines vielfältigen Schulangebots und Wahlmöglichkeiten für Eltern integrierte Schulformen als Einbahnstraße übergestülpt werden. Herr Beckmann dagegen sagt, der Elternwille nach wohnortnahen Schulen des längeren gemeinsamen Lernens muss beachtet werden. Da kann man nur sagen, es haben wohl nicht alle Eltern die gleichen Wünsche. Deshalb ist es richtig, es ist mehrfach hier gesagt worden, die interkommunale Schulentwicklung voranzutreiben. Das wird nicht ganz einfach sein. Wir wissen, dass Kommunen auch oft im Streit liegen und versuchen, für die eigene Kommune das Beste rauszuholen. Aber das scheint mir der einzige Weg, um tatsächlich ein Angebot für alle Schüler vor Ort zu sichern. Ich verstehe auch diese Aktuelle Stunde nicht, weil genau diese Aspekte, die das Gymnasium betreffen, schon in ganz vielen Veranstaltungen zumindest andiskutiert wurden, so zum Beispiel auch gestern wieder in der Bildungskonferenz. Schule befindet sich im Wandel, die Strukturen haben sich verändert, Schulen des längeren gemeinsamen Lernens etablieren sich, die Anzahl der Haupt- und Realschulen sinkt. Ja, das ist so. Das hat zum einen mit dem sich wandelnden Wahlverhalten der Eltern zu tun und daneben mit der demografischen Entwicklung. Und dazu gehören auch die Gymnasien. Gymnasien sind unbestritten ein wichtiger Teil unserer Schullandschaft. Das ist auch gerade gesagt worden, eine Mehrzahl der Eltern wünschen diese Schulform. Das kann aber nicht heißen, dass das Gymnasium wie so eine einsame Insel in unserer Schullandschaft sich bewegt, sondern es ist ein Stein in einem gut abgestimmten System. Und dazu gehören auch Änderungen und innovative Ideen fürs Gymnasium.
Was sagt das Gutachten eigentlich im Hinblick auf das Gymnasium? Da wird zum einen gefordert, dass ein Gymnasium in eine Gesamtschule umgewandelt werden kann, wenn es in der Kommune keine Schulangebote für alle Schüler gibt. Die erste Frage ist doch, wie viele Schulen kann das überhaupt betreffen? Das sind doch Einzelfälle. Es geht doch nicht darum, das Gymnasium in Gänze abzuschaffen. Im Gutachten werden sie ausgewiesen. 5 Kommunen werden dort genannt. Die Frage, die Sie sich hier auch stellen müssen, ist doch, was ist denn Ihre Alternative? Da müssen Sie dann auch Antworten geben. Sie sprechen in Ihrem Antrag von fair und leistungsgerecht. Ist es fair und leistungsgerecht, wenn in einer Kommune ein Gymnasium da ist, das nimmt die Kinder auf, die es will, und der Rest kann sehen, wo er bleibt? Ist das fair und leistungsgerecht? Wir brauchen ein Schulangebot für alle Schüler. Das ist besonders im ländlichen Bereich ein Problem. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden dort weiter junge Familien wegziehen. Und dann haben wir diesen Teufelskreis, immer weniger Kinder, kein Schulangebot. Und ich glaube, da sind wir alle in der Verantwortung, Lösungen zu finden, dass wirklich jeder Schüler in Wohnortnähe zur Schule gehen kann. Insgesamt komme ich zu einem völlig anderen Ergebnis des Gutachtens als die FDP-Fraktion. Tatsächlich nennt das Gutachten eine Reihe von Problemen, die wichtig sind und die wir lösen müssen. Abschulungen sind sicherlich ein Problem, nicht nur für die betroffenen Schüler, sondern vor allem auch für die aufnehmenden Schulen. Dass das Gymnasium am Ende der Sekundarstufe 1 den mittleren Schulabschluss nicht vergeben kann, ist ein weiteres Problem. Der Gutachter und auch der VBE haben hierzu und zu anderen Punkten Vorschläge gemacht. Ich würde mir wünschen, dass wir anstatt hier Reden zu schwingen, uns hinsetzen und mit Herrn Dr. Rösner darüber diskutieren und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Löhrmann.